Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Tränen so scheiße. Egal. Und wir haben gespendet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Heute habe ich etwas, worauf ich mich sehr freue, wo ich sehr gespannt bin. Und ich muss die Kamera ein bisschen, passt schon. Denn wie ihr alle sicherlich wisst, ist ja die Mate ein wirkliches Trendgetränk in Deutschland geworden. Es gibt unzählige Mate-Varianten von der Ur-Mate, könnte man sagen, der Club-Mate bis hin über Oettinger-Mate bis hin zu Lied-Mate, die beste Mate, und so weiter und so fort. Es gibt einfach sau viel davon und es werden immer mehr. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die Mate ein Teegetränk ist. Ein Getränk, was aus Südamerika kommt, was schon seit Urzeiten ewig getrunken wird und eigentlich nichts anderes ist als ein Tee aus einer Baumrinde, wenn ich mich nicht irre. Und so sieht das Ganze aus. Das ist quasi wirklich tatsächliche Urmate und ich bin sehr gespannt darauf. Es sind mehrere Varianten hier drin. Ich hole das erstmal aus der Packung raus und zeige ich euch, was da alles drin ist. Dup, dup, dup. Da ist nämlich einiges drin, was sehr cool ist. Dup, dup, dup. 1, 2, 3, 4. Und die Mateblase. Die können wir eigentlich da drin lassen, denn ich habe noch eine andere. Moment. Jetzt alles mal wieder zumachen. Hier hin und einfach. Nicht alles runterfallen, danke. Wir nehmen einfach die hier. Das Ganze kommt von Mate de Pantera. Könnt ihr online, Webseite ist unten, könnt ihr das Ganze auch bestellen. Das hier ist eine. Oh, jetzt muss ich nachgucken. Mate. Dup, dup, dup. Eine kahle Base. Ja. Ein Mate-Gefäß auf jeden Fall. So, wir haben von den ganzen vier Sorten, ich werde mit der normalen Variante anfangen und dann werdet ihr immer weiter im Laufe der Zeit die anderen drei Sorten auch noch kriegen. Die anderen drei Sorten sind Vanille, geröstet und Karamell. Das sind die drei anderen Sorten. Ich habe zu viel Scheiß hier rumliegen, Freunde. Aber wir testen heute Mate Grün. So wie ich das verstehe, eben so die Standard-Mate. Mateblätter in die kahle Base oder Teekanne füllen, mit nicht mehr kochendem Wasser übergießen, mindestens 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, mehrmals aufgießbar. Das heißt, ihr könnt das Zeug hier tatsächlich öfter aufgießen. So wie das auf der anderen Packung steht, macht man da alles rein. Also alles, was hier drin ist. Was ich auch noch bekommen habe von Mate de Pantera, sind diese Stevia-Blätter übrigens. Stevia solltet ihr mittlerweile kennen als ein Ersatzmittel für, statt Zucker wird das ja gerne genommen, die Cola Green, die es in Südamerika gibt, die ist schon mit Stevia gesüßt. So sieht das Ganze aus, sind halt so Blätter, ne? Sieht auch aus wie Tee. Die brauchen wir aber, so wie ich das verstehe, nicht. Brauche ich den Strohhalm? Den Strohhalm habe ich natürlich nicht rausgenommen. Ach. Vorbereitung ist alles. Das ist auch übrigens kein Strohhalm, sondern das heißt anders. Ich gucke gleich. Das Ganze heißt Bombilla. Tom Bombadil. Nein, Bombilla heißt das Ganze. Ist ein cooler Strohhalm, der hier so, ne? Ganz cooles Ding. So, dann reißen wir das Ganze mal auf. Mate de Pantera, könnt ihr das bestellen. Muss ich wirklich alles da reinfüllen? Ich finde das ganz schön viel, weil dann ist das Ding noch voll. Aber hey, so steht's auf der Verpackung, dann machen wir das auch. So. Huch. Oh Mann. Ein bisschen doof, dass dieses Teil. Scheiße. Ich versaue hier gerade alles. Ich finde, das ist zu viel. Nein. Das kann so nicht richtig sein. Weil das ist wahnsinnig viel. Da ist die ganze Base, Karte, Base, wie auch immer, komplett voll. Ich mache das jetzt mal so. Wenn das nichts wird, dann
sehen wir dann weiter. So, erstmal, vielen Dank. Und ich koche kurz Wasser und mache das hier rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Heißes Wasser reingekippt. Nicht kochendes heißes Wasser, aber heißes Wasser. 5 bis 10 Minuten ruhen lassen. Es waren jetzt, glaube ich, so 6-7 Minuten. Und das Ganze sieht aus wie Suppe. Aber das ist klar, weil das sind getrocknete Blätter. Und es riecht... Okay, das erinnert mich extrem an was. Oh ja, und ich kann euch auch genau sagen, an was. Vielleicht ist es nur in dem einen Zoo, aber vielleicht ist es auch in jedem Zoo so. Das ist, erinnert mich definitiv aber nur an einen einzigen Zoo. Und zwar den Zoo in Worms, den wahrscheinlich keiner von euch kennt. Und der Zoo in Worms hat so ein Tropenhaus. Also so ein, ne? Wo halt die tropischen Tiere sind. Ist nicht besonders groß. Das riecht genauso. Das riecht original genau wie die Mate hier. Das ist verrückt. Ich habe übrigens ein bisschen Stevia reingetan. Nur zur Information. Es riecht nicht schlecht, aber es riecht halt... Es verwundert mich, dass es wie dieses Tropenhaus riecht. Das ist halt so. Das macht es gerade so... What is happening? Na, bottoms up. Mhm. Geschmacklich ist es dann doch. Ja. Es macht Spaß, mit dem Zeug hier zu trinken. Geschmacklich ist es im Endeffekt... Da kommen natürlich auch ein paar Blätter mit. Sehr herb. Aber... verschluckt. Es ist lecker. Es ist tatsächlich sehr lecker. Es ist erinnert, es ist wirklich sehr, sehr herb. Also es ist wirklich, es schmeckt ein bisschen nach Baum. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber das ist nicht schlecht. Also, ne, sondern einfach, es schmeckt ein bisschen nach Baum, nach Rinde. Aber gleichzeitig auch so eine leichte Süße, so eine leichte herbe Note. Naja, leichte herbe Note ist falsch, aber so eine leichte zweite herbe Note, die durchscheint, die dann eben sehr Mate-artig ist, also die auch so tatsächlich an das erinnert, was wir als Mate kennengelernt haben. Und halt sehr teeig, also es ist wirklich ein, man spürt wirklich, dass das eine Art von Tee ist, also es ist sehr teeähnlich und, aber sehr lecker, also ich finde es sau lecker. Ich bin auf die anderen Sorten gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Aber das hier ist schon mal... Und alleine die ganze Aufmachung mit diesem Wolfskopf drauf. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Er ist natürlich ein bisschen schwarz auf, oder grau auf schwarz. Oder Hundekopf. Und diese Gerabikschale hier und der Bambusstiel und der Korken. Und jetzt habe ich alles voll gekippt mit Mate. Super gemacht. Scheiße. Hier. Wow. Es ist halt eine coole Geschichte. Also definitiv auch eine coole Geschenkidee, wenn ihr irgendwie jemanden habt, der irgendwie Mate total super findet oder jemand, der einfach Tee-verrückter ist. Jetzt muss ich hier putzen nebenbei, ne? Großartig. Der irgendwie Mate-verrückt ist oder Tee-verrückt ist oder sowas halt irgendwie cool findet oder irgendwie mag oder ihr überhaupt keine Ahnung habt. Jemand, der alles hat, was schenkt man dem? Warum nicht Mate? Das ist hier gerade, ich versau hier gerade alles. Na super. Das ist der einzige negative Punkt. es ist echt eine coole Sache. Wirklich, wirklich nice. Kann ich echt empfehlen. Und ja, ich putze hier jetzt noch ein bisschen weiter, während ich rede. Ich hasse es, wenn mein Schreibtisch nicht irgendwie... Nee. Naja. Okay, ich glaube, ich hab's. Meine Finger haben immer noch ein bisschen was. Jetzt habe ich alles auf der Hose. Großartig. Naja, egal. Wie gesagt, also wenn ihr jemanden habt, der irgendwie alles schon hat und wo ihr irgendwie nicht wisst, was ihr ihm schenken sollt, das hier ist auf jeden Fall eine Idee wert. Und ja, damit verabschiede ich mich von heute. Für heute, nicht von heute. Für heute hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch einen sicheren und produktiven Tag. Bis dann.